Der Weltraum. Unendliche Weiten und ebenso viele Welten. Welten, von denen wir Menschen bisher nur einen winzigen Teil kennen. Die Raumfahrt steht also noch am Anfang und ohne Raketen wäre sie nicht möglich. Der erste, der über Flüge ins All wissenschaftlich nachdachte, war Hermann Oberth. Anfang des letzten Jahrhunderts entwickelte er theoretische, aber auch praktische Ansätze für erste Raketenantriebe. All diese Antriebe sind Verbrennungsmotoren, die auf dem Rückstoßprinzip basieren. Sie erzeugen Schub, indem sie Treibstoff verbrennen. Und je nach Anforderung werden unterschiedliche Raketenmotoren benutzt. Zur Überwindung der Erdanziehung beim Start verwendet man Feststoffantriebe. Sie erzeugen enorme Schubkräfte, wie sie Trägerraketen brauchen, die das Space Shuttle in die Erdumlaufbahn befördern sollen. Doch einmal gezündet, lassen sie sich kaum steuern und schon gar nicht abschalten. Für das Space Shuttle selbst, das hier Huckepack mitreist, sind sie im All nicht zu gebrauchen. Das Shuttle benötigt Raketenmotoren, die mit flüssigen Treibstoffen betrieben werden. Die sind nur schwer zu zünden, entwickeln aber einen hohen Schub und der ist sogar kontrollierbar. Dazu wird in der Brennkammer einer Antriebsrakete beispielsweise Wasserstoff und Sauerstoff hineingepumpt. Gemeinsam werden sie hier bei sehr hohen Temperaturen verbrannt. Es kommt zu einer Reaktion. Es entsteht Wasser, das im gasförmigen Zustand durch eine Düse gepresst wird. Thermische Energie sowie der entstehende Druck werden beim Austreten in Bewegungsenergie umgewandelt. Es entsteht Schub. In unserem Beispiel entsteht beim Verbrennen des Treibstoffs Wasser, in der Fachwelt Stützmasse genannt. Wenn diese Masse durch die Düsen herausgepresst wird, wirkt sie wie eine Betonwand. An der kann sich ein Raumschiff im luftleeren Raum sozusagen abstoßen. Wasserstoff-Sauerstoff-Antriebe gelten als sauberste Raketenmotoren, weil sie keine giftigen Stoffe in die Atmosphäre freisetzen. Sie halten aber nicht lange und darum sind sie eher für Kurzstreckeneinsätze gedacht. Für Langzeitflüge im All werden sogenannte Ionentriebwerke genutzt. Die erzeugen nur einen geringen Schub. Die Erdanziehung kann damit nicht überwunden werden. Aber sie eignen sich als Antrieb für Raumschiffe. Der Schub reicht für Satelliten und Sonden. Treibstoff ist meist das Edelgas Xenon. Dessen Atome werden ionisiert und beschleunigt. Sonden erreichen dadurch nahezu Lichtgeschwindigkeit. Raketenantriebe sind bisher die bevorzugte Antriebsart in der Raumfahrt, aber sie sind teuer und kompliziert. Darum suchen und forschen Wissenschaftler auf der ganzen Welt nach Alternativen. Sonnensegel sind eine mittlerweile im kleinen Rahmen genutzte Möglichkeit, sich im luftleeren Raum fortzubewegen. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Spekulationen über Lichtsegel, Warp-Antriebe, Antriebe mit Antimaterie oder Wurmlöcher. Doch das ist noch Science Fiction.